Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Team Zauls. Heute ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich die letzte Folge, die ich aufnehmen werde, weil heute ist nur noch der letzte Boss über, den König Allands. Denk mal, den werden wir heute machen. Also es ist nur noch der letzte Boss, mehr gibt's nicht. Danach kommt dann noch ein kleiner Witzboss, aber mehr wird's nicht geben. Moin, Skoppel. Jetzt kann ich hier nochmal kurz ein bisschen leveln. Kurz gucken, wie viele Level kann ich machen? 6 Stück. Ich würde tatsächlich sogar auf Leben gehen, weil der macht bestimmt gut Damage. So. 27k habe ich noch. Kann ich noch was einsetzen? Ne, nur Seelenreste. Hab nichts mehr. Okay. Dann würde ich fast sagen, rein in die Masse, oder? Ja, MP fehlt mir halt immer noch dafür. Das ist echt ein bisschen blöd. Naja. Ja, rein. Der Königsturm. Da gibt es auch nochmal ein paar Seelen. Direkt am Anfang. Wie geht's dir, Skoppel? Alles gut bei dir? Kondition wäre auch eine Idee gewesen. So, bei dem muss man jetzt aufpassen. Aber wäre es gut, wenn ich hier genau erstmal nur einlocken. Weil die sind stark. Du wirst gerade gebrochen, wieso? Lass dich nicht brechen. So, den haben wir. Das ist auch der einfachste von allen. Haben wir noch genau den Bogenschützen. Da ist ein bisschen das Au, das Problem. Ich kann übel schnell schießen. Dann würde ich fast sagen, mache ich den erstmal hier einzeln. Den Bogenschützen lasse ich da hinten in Ruhe. Aua. So viel zu, ich lasse den Bogenschützen in Ruhe. Aua. Der Bogenschützen ist echt assi. Ein bisschen aufpassen. So, den haben wir auch und Bogenschütze ist jetzt auch wieder easy. Turmschild, wichtig. Und die geben halt übel Seelen, ne? 67.000. Das schmeckt schon. Dann ist der Bogenschütze. Durchdringerschwert, auch cool. Ich glaube, das ist das Schwert, was der Boss hatte, hier vor, der Durchdringer-Boss. Ja. Bam! Ich glaube, die gibt mir ihren Bogen. Genau, weißer Bogen. Den habe ich zwar schon, aber hier gibt es nochmal den weißen Bogen. Mir geht's wieder gut, Skoppel. Danke der Nachfrage. Alles wunderbar. Der letzten Folge hatte ich echt miese Kopfschmerzen, habe mich dann hingelegt, hatte echt Migräne. Das heißt Augenschmerzen, Kopfschmerzen und dass mir kalt war, also war echt nicht angenehm. Ich hatte ja auch gesagt, wir könnten die letzte Folge eigentlich Multiplayer machen. Gucken wir mal, ob wir gleich jemanden haben, der mitspielt. Ist nämlich der. Den kann ich parieren. Konnte ich zumindest mal. Geht doch. Was war das denn?
Neumond. Adjute Neumondgras. Moin, Rolf. Ups. Hingeplumpst. Ich muss sagen, ich habe gute Def. Gutes Leben, gute Def, gefällt mir. Ist hier oben, genau, kommt nochmal so einer. Der war, oh Gott, der tat weh. Den kann ich vielleicht so machen einfach. Weil Ballons gibt es hier nicht in dem Game, irgendwie gefühlt. Jetzt kommt hier nochmal eine knifflige Stelle. Aber was heißt knifflig? Hallo Tatjana! Wie geht's dir? Ja, den Drachen, den kann man tatsächlich auch besiegen. Mit Pfeil und Bogen. Das lohnt sich aber nicht. Ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, aber es könnte sein, dass man dafür auch eine Trophäe bekommt. So, jetzt muss ich warten mal, bis der schießt, genau. Und weil der geschossen hat, kann man dann los. Ich warte, bis er den Gegner da gekillt hat, dann gehe ich los. Noch einmal bitte. So, dann kann man hier durch. Und am besten rennt man einfach weiter durch. Genau, dann geht das schon. So, der Dicke, der bleibt da immer stehen. Das ist ganz gut. Und sobald man hier oben hingeht, haut auch der Drache ab. Jetzt haut er ab. Dann kann man hier eine Abkürzung aufmachen. Hier gibt es übrigens auch nochmal das Ritterschild, was ich mir in der Folge für 20.000 gekauft hatte. Ritterschild und Ritterschwert. Auch coole Waffen. Und hier gibt es einen kleinen Shortcut, den man aufmachen kann. Schwindelig ist dir. Oh. Mir geht's wieder besser. Also ich habe nur ganz, ganz, ganz leichte Kopfschmerzen. Sonst alles gut. Und hier. Oh, Beinschienen des blauäugigen Ritters. Die sind cool. Ja, insgesamt gibt es nicht so viele Waffen und nicht so viele verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Tatsächlich. Aber naja. Oha. Oha, 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 oha. So, eigentlich müssten wir jetzt hier nochmal Ostrava. Genau, da vorne ist Ostrava. Der stirbt hier. Oh, ihr seid es. Mein Vater ist dort oben. So etwas Ähnliches zumindest. Ein Dämon in seiner Gestalt. Zu Beginn meiner Mission wollte ich meinen Vater verstehen. Ihn wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Das war wohl alles umsonst. Bitte tötet meinen Vater. In diesem Zustand bringt er dieses Land nur in Gefahr. Moin, Klukas. Der Schlüssel öffnet Boletarias Mausoleum. Im Mausoleum liegt meines Vaters Schwert, Dämonenbrand, Zwillinge und Seelenbrand. Nehmt es und bereitet seinem Irrsinn ein Ende. Das ist auch ein Gericht, das ist auch geil. Das Seelen- und Dämonenbrand. Da habe ich gerade einen Schlüssel bekommen. Und damit kann man... ich weiß nicht, ob es der echte König dann ist. Auf jeden Fall kann man dann einen Gegner besiegen und kriegt eine richtig geile Waffe. Das gibt auch eine Trophäe, weil der auch seine... Oha, der hat gut... weil der auch seine Rüstung fallen lässt. Und die Rüstung macht... macht irgendwas? Ich bin mir gerade nicht genau sicher, nicht 100% sicher, was es macht. Ja, aber man sieht, ne, hier, jeder NPC-Fight ist so easy, wenn die kein Schild haben. Weil es einfach keine Balance gibt. Man ist immer gestunt bei einem Angriff. Immer, immer, immer.
So, mal gucken, ob ich ihn auf Anhieb schaffe. Ansonsten würde ich auch mal ein bisschen Multiplayer machen. Hallo. Hallo, Manni. Ja, Clou, wenn du Bock hast, schmeiß die Playsee an und lass den König hier zusammen besiegen. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt Fürst verschaffe, weil der ist schon knifflig. Das ist schon einer der härteren Bosse. Oh, bis auf der Arbeit. Na gut. So, hier ist der Boss. Ich überlege. Ah, ich habe normale Tendenz, der macht nicht so viel aus, wenn ich sterbe. Also ich kann den, die beiden Ringe kann ich einfach mal ausziehen. Die machen gar keinen Sinn gerade. Wieso fahre ich jetzt wieder runter? Haben wir hier einen Invasor? Wieso bin ich wieder runtergefahren, Leute? Der hat zugemacht und ist wieder runtergefahren. Das war voll gruselig. Der Königsturm. Wieso bin ich wieder runtergefahren? Das war ja voll. Ah, das war ja crazy. Fünf Waffenabnutzung, frischer Aura-Schaden. Boah, man kann hier gar nicht so richtig was nehmen. Ne? Ich weiß zwar gar nicht, was der Gegner macht. Nämlich einfach Regeneration und... Bring des Dufts, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, konnte man den Endboss parieren? Vielleicht pariere ich den. Es war trotzdem gerade ein bisschen scary, dass das wieder zugegangen ist und wieder runter. So, Nebel durchschreiten, Rainer. Ich weiß gar nicht, wie schwer er ist. Ja, kann man. Vielleicht so versuche ich den zu parieren. Skoppel, wo weißt du das denn? Seine Rüstung wäre übel nice. Dein Bruder hat dir Sachen erzählt. Hat er erzählt, oh, den hier kann man parieren. Ich mache ja gar keinen Schaden. Macht der mal das? Und ich habe keine Gewürze. Ich habe keine Gewürze. Perfekt. Ich habe einfach gar keine Gewürze. Jetzt macht er die ganze Zeit das.
Das ist ganz schlimm. Damit zieht er euch ein ganzes Leben irgendwie ab. Das darf auf gar keinen Fall irgendwann mal mich treffen. Nein! Irgendwie schwerer in Erinnerung. Warum mache ich das nur? Also wenn da jetzt nichts mehr kommt, dann ist es irgendwie ein bisschen lachhaft. Komm ran! Alter. Oh nein, das will ich nicht. Geh weg. Kurz heilen. Alles? Wieso habe ich denn so schwer in Erinnerung? Vor allen Dingen, Allotrix ist hier tausendmal gestorben. Bin ich so overlevelt oder was ist da los? Also der alte Held war ja viel schwieriger. Oh Gott, oh Gott! Das war gerade ganz kurz knapp, weil ich ein bisschen übermütig war. Na klar. Oh! Zum Glück ist die Heilung noch reingekommen. Oh Gott, ey. Bin ich gerade zu ängstlich oder was ist da los? Oh! Schnell ringt der Gier. Bam. Easy. Die Optik und vor allem die Sounds sind so gut. Der 3D-Sound, der haut hier so gut rein. Was den Sound angeht, ist einer der besten PS5-Spiele. Wie viele Seelen mögt ihr wohl bereits verschlungen haben? Oh ja, viele. Der Rest obliegt dem. Danke, Clou. Danke, Rolf. Wenn es so sein soll, dann werdet ihr es erfahren. Sollen wir jetzt direkt den Boss oder? Komm, ich zeige euch einmal kurz, wo es den Geheimgang gibt, wofür ihr jetzt den Schlüssel bekommen habt. Hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Das können wir ganz schnell. Obwohl, ne, erstmal die Seelen ausgeben. Wo ich glaube. Die macht jetzt hier direkt den Nexus frei, ne? Oder? Also hier runter, genau hier runter, ist der Endboss. Nein, ich will doch leveln! Oh. Scheiße.
Vorne steht die. Nochmal, ich kann nicht leveln. Okay, wir besiegen den. Ach nee, man kommt direkt in NG Plus, ne, oder? Komme ich zurück? Allein wie sich das Wasser schon anhört. Brutal gut. Zum Nexus zurückkehren. Ja, ich will leveln. Ja, auf PS3 kannst du das auch holen. Ist ja das gleiche Game. Ist die hier irgendwo? Die Troller? Hallo? Hallo, ich würde gerne leveln. Nö. Und der Nexus gehen, ja. Scheiße. Ja, dann habe ich es gerade verkackt. Aber ist auch doof gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wenn du erstmal noch leveln willst, wenn ich habe 200k, da will ich natürlich erstmal leveln. Leveln will ich da. Na gut, dann gehe ich mir hier rein. Der Endboss hier ist eher ein bisschen ein Fun-Boss. Ihr wurdet vom Uralten auserwählt. Werdet ihr die ewigen Dämonenseelen suchen? Oder hat der Gewalt, wie auch immer ihr euch entscheidet? König Alland. Schaut euch mal den wahren König hier an, wie der aussieht. Also so will ich nicht aussehen. Er hat auch sein Schwert immer noch in der Hand. Ein Gift für das Gift. Das Uralte wird von unseren Seelen ziehen und dieser Tragödie ein Ende bereiten. Ich könnte ja mal ausprobieren. Kann ich das einsetzen? Nee, schade. Ja, das ist nicht wirklich ein Boss, das ist eher so ein Witz, ne? Ihr Narr. Versteht ihr denn nicht? Niemand will so weitermachen. Dämon besiegt. Das gibt die Dämonenklinge oder so, ne? Seelenbrand. Geile Waffe. Kann ich nicht tragen. 14 Geschicklichkeit. Könnte man aber überlegen, ob man das levelt. Der Nexus hält euch nicht länger gefangen. Ich versetze das Uralte wieder in Schlaf. Okay, also jetzt hat man hier natürlich wieder verschiedene Enden. Man kann zurückgehen, man kann sie killen und man kann durch den Nebel schreiten. Was soll man machen? Die erste Antwort, das mache ich. Hallo Frau Tagtraum. Hallo Kuri. Töten? Skoppel ist so ein Töter, ne? Abgeschlachtet. Und jetzt, bam, auf den Kopf drauf. Immer musste ich dich suchen, wenn ich leveln wollte. Das Uralte spürt einen neuen, mächtigen Dämon an seiner Seite. Und ich bin hier der Dämon. Die Welt von dem dichten Nebel umhüllt sein. Ja, Mann. Bringt mir Seelen. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht direkt ins NG Plus, weil ich würde voll gerne euch noch den Dingsbums zeigen. Den wahren König. Seele des Uralten, Rotaugenstein. Seele. Der Nexus.
Wollen wir jetzt direkt testen? Ja, scheiße, man kommt direkt in NG+, das ist natürlich scheiße. Und ich glaube, man kann jetzt auch gar nicht leveln. Wo ist der Troller? Man kann erst leveln, wenn man den ersten Boss besiegt hat. Das ist echt ärgerlich. Schade. Und jetzt zu König Alland, das ist auch echt kacke. Wo ist die? Die ist überhaupt gar nicht hier, ne? Kann das sein? Ja, das, ja, das ist bei Demon's Souls und bei Dark Souls 1 ist es so. Und Dark Souls 2 habe ich gehört, das kann ich ja selber noch nicht bezeugen, ist es so, dass man halt nicht gefragt wird, ob man ins NG plus 2 oder NG plus 1 möchte. Man kommt da halt nach dem Endboss sofort hin, man hat keine andere Möglichkeit. Und ja, hier ist es leider auch so der Fall. Ich hatte gedacht, man könnte vielleicht nochmal hierhin zurück und sich das dann aussuchen. Leider nicht. Ja, also, das ist ein bisschen blöd. Aber naja, in Bloodborne, nee, nicht in Dark Souls 2, aber in Bloodborne, ja. Ja, das war das Let's Play von Demon's Souls, Leute. 10 Folgen haben wir, glaube ich, gebraucht. 10 oder 9 Folgen, bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Wir sind ja ein bisschen in der Zeitschleife. 10 Folgen Demon's Souls ist ein richtig geiles Game, kann man super schnell mal durchspielen. Gibt natürlich noch viel mehr zu sehen, wenn man hier die ganzen Sachen mit den Tendenzen macht. Übrigens sehen wir hier Turmkönigin, ne? Die Tendenzen werden auch ins NG plus 1 übernommen. Und wenn ihr gerne mehr Let's Plays sehen wollt, auch noch mehr von Elden Ring, was demnächst rauskommen wird, der DLC. Pokémon kommt demnächst raus, wird es viel geben. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.